Hallo und herzlich willkommen. In diesem Beitrag möchte ich euch einen weiteren kleinen Farmtrick zeigen. Da Konsolenspieler leider keine Lobby haben, ist diese Methode aktuell nur für Online-PC-Spieler umsetzbar. Wenn die Lobby für Konsolenspieler aber eines Tages nachgereicht wird, müsste es dort genauso funktionieren. Bei dem Trick geht es darum, alleine zu farmen, aber Drops und Erfahrungen so zu bekommen, als wäre das Spiel voll. Also wie wenn man im Singleplayer das Game of Players 8 stellt. Was wir dazu brauchen, ist ein Charakter, der teleportieren kann und auch stark genug ist, um alleine gegen die Players 8 Monster zu kämpfen. Wie wir uns erinnern können, geben Monster mehr Erfahrung und haben bessere Dropraten, je mehr Spieler in einem Game sind, haben dann aber auch mehr Lebenspunkte und etwas höheren Schaden- und Angriffswert. Wenn ein weiterer Spieler in ein Game kommt, erscheint ja immer für die anderen die Meldung, dass Diablos Diener stärker werden, und wenn jemand das Spiel verlässt, werden Diablos Diener eben wieder schwächer. Die gesammelte Erfahrung steigt pro weiterem Spieler um je 50%. Die Änderung der Dropraten dagegen verhält sich nicht so linear. Jedes Monster hat seine eigenen Dropraten für jeden einzelnen Gegenstand und wie diese sich mit der Spielerzahl verändern, kann nicht verallgemeinert zusammengefasst werden. Bei den meisten Items, Runendrops eingeschlossen, ändert sich die Droprate nur bei ungeraden Spielerzahlen. Zu zweit zu farmen bringt also noch keine besseren Chancen, erst wenn ein dritter Spieler dabei ist. Bei manchen Bossen wie zum Beispiel Baal ändert sich die Droprate der meisten Items einschließlich Runen ab 5 Spielern nicht mehr weiter. Ich sage hier die meisten, weil ich nicht jedes einzelne Item im Drop Calculator überprüft habe, es war jedoch bei allen, die ich mir angeschaut habe, der Fall. Hier habe ich zwei Beispiele der Dropratenentwicklung dargestellt, einmal für die Ja-Rune und einmal für das Greifenauge. Damit wird eine Tendenz abgebildet, die sich aber nicht exakt so auf alle anderen Items übertragen lässt. Wer sich für die genauen Dropraten bestimmter Items bei bestimmten Monstern interessiert, kommt um einen Drop Calculator nicht herum. Auffällig an den Dropraten ist, dass Unique Monster und Champions ihre Dropraten durch mehr Spieler nicht verbessern. Auch bei manchen Super Unique Monstern ist das für bestimmte Gegenstandsklassen der Fall. Die signifikantesten Veränderungen sieht man jedoch bei den ganz gewöhnlichen Monstern. Die folgende Methode lohnt sich also am besten dafür, ganze Monstermassen in ausgewählten Arealen abzufarmen. Was wir für den Farmtrick auch noch brauchen, ist ein möglichst volles öffentliches Spiel, zum Beispiel einen Baal Run. Manche Leute farmen in Baal Runs irgendwo alleine, um die Drops für sich zu haben. Allerdings ist ein Baal Run sehr schnell vorbei, sodass man in der Zeit, bis die ganzen Leute das Spiel wieder verlassen, nicht besonders viel schaffen kann. Mit der Methode, die ich euch nun zeigen werde, kann man dieses Zeitfenster wesentlich vergrößern, sodass man den 8-Spieler-Bonus auch weiter nutzen kann, obwohl man schon längst wieder alleine im Spiel ist. Die zugrunde liegende Mechanik ist eigentlich sehr simpel. Wenn ein neues Spiel gestartet wird, sind die Monster noch nicht da. Sie werden erst generiert, wenn der Charakter eines Spielers durch die Gebiete läuft. Die Monster spawnen erst dann in einem gewissen Radius um den Charakter, allerdings außerhalb des sichtbaren Bildschirms. Dadurch wirkt es auf den Spieler so, als wären sie schon die ganze Zeit dort gewesen. Ich weiß nicht, wie groß die exakte Reichweite, in der Monster generiert werden, ist, ich schätze aber, dass es die ungefähr 2 Bildschirme Entfernung sind, die auch den Präsenzradius eines Charakters bestimmen. Wenn nun ein Monster durch die Anwesenheit eines Charakters in der Landschaft generiert wird, werden in dem Moment auch seine ganzen Attribute festgelegt, einschließlich Lebenspunkte, Droprate und XP-Ausschüttung. Es zählt also, wie viele Spieler zu diesem Zeitpunkt im Spiel sind. Bereits gespawnte Monster werden also nicht schwächer, wenn ein anderer Spieler das Game verlässt, sondern lediglich die Monster, die von nun an neu generiert werden. Um euch das auch zu beweisen, bin ich hier einmal einem Baal Run beigetreten und dann zu Beginn durch einen Teil des Wegs der Uran durchteleportiert, um dort die Monster spawnen zu lassen. Den anderen Teil der Karte habe ich unberührt gelassen. Anschließend habe ich brav den Baal Run mitgemacht und als die Spieler alle das Spiel wieder verlassen haben, bin ich wieder zurück zum Weg der Uran. Dort habe ich dann die bereits herumlaufenden Monster mit welchen verglichen, die neu generiert werden, also welche aus dem unerkundeten Teil der Map. Wie man sehen kann, sterben die neuen Monster wesentlich schneller und geben viel weniger Erfahrung.
Den Trick werden die meisten wohl inzwischen schon erkannt haben. Man sucht sich einfach ein volles Spiel und teleportiert, solange die ganzen Spieler noch da sind, schnell durch alle Areas, die man farmen möchte. Hier habe ich das zum Beispiel in der geheimen Zuflucht gemacht, um nach Runen zu farmen. Wenn man dabei auf andere Spieler stößt, sollte man sich nicht unbedingt abbringen lassen. Meist farmen diese nur die Bosse und nicht die Massen. In diesem Fall hier konnte ich dem vermeintlichen Schlüsselfarmer, der mit im Spiel war, sogar knapp zuvorkommen. Wenn alle anderen Spieler das Spiel verlassen haben, kann man ganz in Ruhe die Area abfarmen. Auch das Q-Level alleine auf Players 8 zu farmen kann reizvoll sein. Um dabei nicht gestört zu werden, sollte man das Portal aber irgendwo etwas versteckt aufmachen und auch nicht unbedingt in der Party sein. Man kann sich auch aktübergreifend durch mehrere Areale durchporten, sollte aber dabei im Auge behalten, was die anderen Spieler so tun. Wenn alle brav den Ballrun machen, hat man freie Auswahl. Wenn andere auch farmen, kann man sich zum Beispiel das Chaos-Sanktuarium oder Travinkal meist abschminken. Wer Spaß daran hat, kann zum Beispiel auch versuchen, sich durch den gesamten fünften Akt zu porten, solange das Game noch voll ist, und sich anschließend durchkämpfen. Ja, ich weiß, es kann für manch andere Spieler vielleicht nervig sein, wenn ein toter Ballrun so lange aufrechterhalten wird, aber dafür wird ja in der Lobby angezeigt, wie lange ein Spiel schon existiert. Wer einen Ballrun joint, der schon länger als 3 Minuten offen ist, der ist auch irgendwo selbst schuld. Es gibt auch Spieler, die sich darüber aufregen, wenn überhaupt MF in Ballruns gemacht wird. Mit dieser Methode taucht man aber wesentlich seltener in den Runs auf, als jene Spieler, die einem Ballrun die ganze Zeit immer weiter folgen und parallel farmen. Damit sind wir auch am Ende des Beitrags. Ich wünsche euch guten Loot, macht es gut und bis bald. Kommt schon, folgt mir.